Gott im Himmel. Was ein Wurzelparadies. Oh. Marcel, was sagst du dazu? Was man hier in Bischofsmais am Geißkopf direkt bemerkt ist, es gibt eine Enduro, zwei Enduro, Downhill, Mallet Trail und ich wette mit euch, der Flow Trail ist genauso ruppig wie die anderen. Da unten gibt es noch eine Strecke, habe ich gesehen, die heißt You Go First und noch eine Jumpline, die gibt es auch noch. Also ich sage mal so, es sieht schon ziemlich groß hier alles aus. Also vom Bergumfang, weißt du. Alter Leute, wie geil ist das denn hier bitte, Alter? Ich drehe doch komplett durch. Jo, Alter. Einfach ruppig. Hammer, ey. Wild. Sehr, sehr wild. Leute, ich sage euch ehrlich, ne? Es gibt hier so viele Eindrücke, die ich gar nicht alle mit der Kamera so festhalten kann. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal alle Strecken hier abfahren. Oder ich versuche zumindest alle Strecken hier abzufahren. Oh Junge, wirklich. Also, ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr ruppig. Viel, viel ruppiger als bei uns. Also, da kann ich schon verstehen, warum die Süddeutschen keinen Bock haben auf uns. Ich kann die voll und ganz verstehen. Wild hier. Ja, gefällt mir. Sehr gut. Gute Fahrt, gell? Ebenfalls. Danke. So, Freunde. Erste Runde. Warmfahren. Flow Country. Oi, ist aber matschig. Also pumpig ist das, nicht matschig. Okay. Sehr, sehr pumpig. Ja. Schön. Wellen surfen. Schön. Ach Leute, ich kann nur hier zwischendurch mit euch quatschen oder ich spreche das einfach später ein, weil der Wind, der bläst und ich habe noch immer keinen Windpuschel. Also Musik an. Line wird gefahren und zwar die Flow Country. Spaßige Ding. Ich würde mal, werden wir mal eine Runde die Freeride fahren. Die ist aber nicht schwer, ne? Ist rot. Ja, das geht ja nicht. Ab in die Freeride. So. So, Enduro 1, Freunde. Los geht's. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese
Level I1. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Und ist dieses Steinfall. Alter Schwede. Boah, hier muss er aber richtig festhalten. Und am besten Bremse loslassen. Ja, am besten Bremse loslassen, ey. Ohne Scheiß. Ansonsten bist du am Arsch hier mit deinen Kräften. Oh, nee, kein Nass. Kein nasser Fuß. Da hatten wir letztes Jahr einen Leogang schon. Oh, hey, der Witzka. Wo bin ich jetzt hier lang gefahren? Oh, nochmal. Ne, das schaffen wir. Das habe ich jetzt hier nicht so erwartet. Oh, ja. Sehr gut. Oh, das habe ich aber nicht kommen sehen. Oh, das ist so rough. Junge, das sind einfach nur Steine hier. Ey, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich hier lang fahren muss. So. So, jetzt fahren wir. Die Transformers. Tschüss. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Okay, das sieht aus wie ein Enduro. Technischer. Als die andere. Oh. Sehr schön. Hopp. Hopp. Ja. Machst du hier, Nico, Alter? Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass heute so voll ist, weil sonst wird man sich ein bisschen krafttechnisch, glaube ich, überschätzen, wenn man das erste Mal hier fährt. Boah. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Irgendwie haben wir dieses Wochenende ein bisschen Pech. In Riva konnten wir kein Rad fahren. Hier ist jetzt der Lift ausgefallen nach ein paar Runden. Und man konnte nicht so viele machen, weil die Schlange einfach so lang war. Ja, die Schlange ist einfach unheimlich lang und ich wusste nicht, dass Opening war. Ja, aber selber schuld, hat Jörg. Ja, an den neuen Lifts hängen auch keine Räder mehr dran. Also schätze ich mal, was das für heute war. Wir warten mal ab. Ich mampf jetzt noch ein bisschen was. Ansonsten erstatte ich euch gleich noch Bericht, ob wir bleiben oder nicht. Freunde, es ist tatsächlich so eingetroffen. Der Lift macht dicht. Ja, ja. Ja, das ist das Ende des Videos, Freunde. Schade. Ich hätte gerne ein paar Aufnahmen mehr gemacht. Ein paar Außenaufnahmen vielleicht auch. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt weiter, denn wir haben noch einiges vor die nächsten Tage. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin mal wieder zugeschaut habt, Freunde. Und lasst gerne ein gratis Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns entweder auf dem Trail, im Bikepark oder sonst irgendwo. Euer Nucky Day. Tschüss.